So, hübscher Motorblock, nicht wahr? Ich hab Kohldampf wie ein Pferd. Was essen wir? Nicht doch, doch keiner. So, Jungs, selbstverkochte Suppe. Reinhauen. Aber gefälligst an einen Untersetzer denken. Die sieht irgendwie so komisch aus, Ma. Was ist denn da drin? Ich habe alle Küchenschränke leer gemacht, ein paar Dosen aus dem Keller geholt und ein paar Reste von den Nachbarn. Unglaublich, was die alles in die Mülltonne werfen. Oh, wow. Und wie heißt diese Suppe? Gebundene Havanna, schätze ich. Ach, da ist sie ja. Leg die mal irgendwo zum Trocknen hin. Sag mal, Ma, es gibt auch Suppen aus Büchsen und Tüten. Das ist viel einfacher. Ja, nichts für mich, Johnny. Aus dem Teller kann man viel einfacher löffeln. Ich hab gemeint, warum du die Suppe selbst machst. Wir müssen ein bisschen sparen, Johnny. Den Motorblock zum Beispiel hast du aus der Haushaltskasse bezahlt. Ah ja. Bis du mal wieder Kostgeld mitbringst, essen wir selbstgemachte Suppe. Hm? Ma, kann ich noch einen Nachschlag haben? Natürlich, mein Junge. Schön, dass zumindest du es lecker findest. Aber wir müssen doch noch an einen Untersetzer denken. Du Idiot, was machst du da? Ich hab doch nur auf Opa gezielt. Das soll sein, aber guck dir die Schweinerei an. Meine ganze Suppe auf dem Boden. Ja, na, schade, ich wollte gerade noch einen Teller voll nehmen. Schleimscheißer. Hey, wie kommst du an das Ding? Das ist mein Gewehr. Würden Sie denn mal ein bisschen besser auf Ihre Sachen aufpassen? Da drin liegt jetzt nämlich eine antike Suppenterrine in Scherben. Das heißt Blechen. 300 Pipen. Natürlich, ja. Schönes Teil. Bleiben da Striemen zurück? Das weiß ich nicht. Das ist für die Fuchsjagd heute Nacht. Schöne Stiefel. Fuchsjagd? Ja, ja. Unser Jagdverein veranstaltet heute Nachmittag seine alljährliche Fuchsjagd. In dem Naturschutzgebiet hinter Sonnental. Letzte Woche haben wir den Fuchs bereits freigelassen, damit er sich an das Gebiet gewöhnt. Den Fuchs? Gibt's denn nur einen? Ja, Füchse sind hier schon lange ausgestorben. Deshalb mussten wir einen aussetzen. Und heute ist der große Tag. Alle zu Pferde, Horngeschall, das Gebell der Hunde, der Ruf der Natur. Ein gewaltiger Tag, kurz gesagt. Nein, 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 das wird ja was. Ich hoffe, dass Sie den Fuchs wirklich finden. Oh, keine Sorge. Wir Jäger machen so lange weiter, bis wir ihn haben. Und unsere Hunde, die haben eine tolle Spürnase für Füchse. Hunde auch noch? Also los, dann mal viel Glück. Ich finde das traurig. Ja, die armen Kerle werden sich dumm und dämlich nach dem Fuchs suchen. Nein, für den kleinen Fuchs natürlich. Da ist absolut kein Fuchskäse, das weiß ich zufällig. Was? Woher weißt du das denn? Der Fuchs von denen ist mausetot. Ich meine, leider ist das Tierchen verstorben, aber so ist das Leben, Käse. Es gibt und nimmt und kommt ab und zu unter meine Vorderreifen. Hast du ihn etwa überrollt? Naja, ich war so durch den Wald und dieser blöde Fuchs hatte seine Schülerlotsenjacke nicht an. Er hat einfach nicht aufgepasst. Tja, so habe ich noch einen tollen Schlüsselanhänger draus gemacht. Du verdammter Mistkerl, er war noch so klein. Das ist doch nur sein Schwanz. Ich laufe doch nicht mit dem ganzen Fuchsmantel an meinem Schlüssel rum. Was hast du eigentlich im Wald gemacht? Tja, daran kann ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Vielleicht weiß es Susi noch. Oder Brenda oder Heidi, die waren auch dabei. Hey, da ist Henny. Henny, altes Haus, schön, dass du kommst. Hast du etwas für mich? Ja, also, da wäre... Was hast du denn da, Henny? Gehst du surfen? Das werde ich an einen Kunsthändler verkaufen. Ah, Secondhand. Ja, das erkenne ich gleich. Das ist antike Kunst. Ich habe in der Kneipe gleich eine Verabredung mit dem Käufer, aber da werde ich natürlich nicht mit diesem Ding rumsitzen. Das fällt auf. Könnt ihr es so lange irgendwo aufheben? Tja, das machen wir normalerweise nicht, Henny. Ich vermute stark, dass dieses Brett irgendwo illegal von der Wand gefallen ist. Also... 50 Piepen. Gut, dann heben wir es kurz in der Garage auf. Das ist doch kein Problem. Naja, lieber nicht in der Garage. Da kann Öl drauf kommen. Na und? Das ist doch ein Ölbild. Nicht in der Garage? Dann wird's schwierig. Das ist brenzlig, dieses ganze Zeug, das immer von Lastwagen und von Wänden fällt. 60 Mäuse. Das Risiko wird auch immer größer. Gegenwärtig sitzt man für das Aufbewahren eines gefundenen Geldbeutels schon circa eine Woche in dunkler Einzelhaft. 70 Piepen, Johnny. Das ist sehr anständig in dieser unsicheren Zeit. Mach 80 draus, dann wird Klaus es da aufbewahren, wo er es selbst nicht wiederfindet. Gebongt. Klaus, würdest du das Stück Holz mal kurz in unserem besonderen Versteck aufheben? Welches Versteck meinst du denn? Keine Ahnung. Versteck es irgendwo, wo es niemand findet.
An unserem geheimsten Ort, Klaus, für Spezialfälle. Oh, dieser Platz. Ja, Johnny, das geht schon in Ordnung. Gehen Henny und ich und unterhalten uns in der Zwischenzeit mit dem Kunsthändler. Oh, und ich verstecke das Ding dann an dem ganz geheimen Platz. Es scheint tatsächlich so, als handelt es sich hier um eine byzantinische Ikone. Byzantinisch. Das, was ich schon die ganze Zeit vermutet habe. Typisch byzantinischer Ausdrucksstil. Ja, könnte ich Sie mal kurz in echt sehen? Ich meine, so ein Foto vermittelt natürlich nur einen groben Eindruck. Ah, nein, mein Alter, so arbeiten wir nicht. Arbeiten wir so, Johnny? So haben wir noch nie gearbeitet. Wir haben Sie irgendwo versteckt, an einem besonders sicheren Ort. Wenn Sie eine schöne Zahl sagen, dann holen wir Sie. Eine schöne Zahl? Mit vielen Nullen vor dem Komma. Und vor den Nullen, was dickes Fettes. Tja, so auf den ersten Blick kann ich aber wirklich nicht mehr als 50.000 dafür bezahlen. 50.000? Das finden wir schon eine schöne Zahl. Findest du nicht auch, Charlie? Johnny? Das ist eine schöne byzantinische, dicke, fette Zahl, aber Annie und ich müssen erst mal kurz aufs Klo. Was? Aber ich Sie muss... hat da so ein Täschchen auf der Seite. Das muss jede Stunde geleert werden. Kracher fürs Aufheben von so einem teuren Ding ist aber wirklich ein bisschen geizig, oder? Immer mit der Ruhe, Johnny. Ich wusste auch nicht, dass er so viel bieten würde. Nein, aber jetzt weißt du es. Ja, hör mal zu, ich habe wirklich keine Lust, unsere Freundschaft dafür aufs Spiel zu setzen. 500! Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß. Oh, das fühlt sich besser an, oder, Henny? Ja, sicherlich, Johnny. Worum ging's gerade? 50.000 fanden wir doch eine schöne Zahl. Aber dann will ich sie natürlich erst sehen, ne? Ja, natürlich, Herr Johnny. Natürlich. Das versteht sich von logisch. Selbst. Mit dem dazugehörigen Echtheitszertifikat. Fikat? Dazugehörigen Echtheitszertifikat. Naja, Sie liefern doch mit einem Echtheitszertifikat. Sonst wird aus dem ganzen Kauf nichts, das verstehen Sie doch sicherlich. Aber, natürlich ist sie echt. Sonst hätte ich doch dieses Foto nicht machen können. Ist verdammt lustig. Ja. Ohne Echtheitszertifikat ist dieses Ding kein Gulden wert, das verstehen Sie doch auch. Kein Gulden? Doch noch. Selbstverständlich liefern wir mit Zertifik. Na, das kann ja heiter werden. Henny und ich müssen mal kurz zum Auto. Er hat einen Herzschrittmacher, den müssen wir kurz mit dem Akku aufladen. Sie verstehen doch die ganze Aufregung. Sein Herz macht Überstunden. Johnny, wie kannst du das nur sagen? Ich habe dieses Zertifik-Dings da nicht. Was willst du? 50.000 Gulden oder nichts? Ja, hallo, was denkst du denn? Schön, wenn ich 10.000 von den 50.000 kriege, dann hole ich das Zertifik-Dingsbums. Wo hast du das Holzding her? Hä? Das Surfbrett. Von wessen Wand hast du es runtergeholt? Bei jemandem aus Sonnental. Praktisch bei dir um die Ecke. Was du nicht sagst, dann sparst du ja sogar Benzinkosten. Da gibt es einen Sammler von antiker Kunst. Aha, ein Kunstkenner. Ja. Nur ein Kunstkenner ohne Zertifikat. Der ist gar kein Kunstkenner. Das kann sehr gut sein. Aha. Also für 10.000 hole ich's für dich. Was? Bist du verrückt? Der Käufer sitzt heute Abend wieder in seinem Flugzeug. Da müsstest du jetzt am helllichten Tag dieses Zertifik-Dingsbums holen. Das stimmt auch wieder. Unter diesen Umständen kostet's 25. Was? Ja, du hast es gerade selbst gesagt. Es ist fast unmöglich. Dafür muss schon was rüberkommen. Also, schlägst du ein? Das ist deine Sache, dieser Deal. Sieh erst mal zu, dass du hier wegkommst. Wieso? Du hast eine Radkralle. Ja, natürlich. Du etwa nicht? Das ist meine Parkerlaubnis. Also, was sagst du dazu? 50-50. Jeder die Hälfte. Sind wir im Geschäft, hä? Hier hatte Henny die Ikone her. 10-1, dass das Zertifikat noch hier ist. 5-2. Es wird irgendwo in einem Safe liegen. Aber darauf sind wir vorbereitet, nicht, Klaus? Na, aber und ob? Was genau liegt in diesem Safe? Ein Echtheitszertifikat von diesem Kunstwerk, Klaus. Das was? Ein Echtheitszertifikat ist ein Papier, das besagt, dass etwas echt ist. Kunsthändler wollen immer ein Echtheitszertifikat für die Kunst, die sie kaufen. Oh, ja. Und das ist dann von Personen unterschrieben, die ganz sicher wissen, dass es echt ist. Natürlich. Und erst dann ist das Kunstwerk das wert, was es wert ist. Ach, also doch noch. Hast du verstanden?
Aber das Terzizifikat, Johnny, das... Ja, Klaus? Woher weißt du, ob das dann echt ist? Wir holen uns das jetzt. Keine weiteren Erklärungen. Sehe ich auch, Klaus. Zeig dem Hund, dass du Angst hast. Guten Tag. Sie werden denken... Aus, Diana. Was soll denn das Theater? Brauchen Sie noch ein schönes Brecheisen? Was? Brecheisen. Ideal für Dinge, für die man ein Brecheisen braucht. Was ist denn los, Jenny? Er fragt, ob wir ein Brecheisen brauchen. Nein, vielen Dank. Kein Interesse. Wenn ich will, der hat schon. Das nächste Mal vielleicht. Oder ein Glasschneider. Vielleicht ein paar Zweitschlüssel. Schon, Klaus, Sie haben kein Interesse. Oder ein Schweißbrenner. Das ist vielleicht ein Witz. Ich dachte, wir wollen einbrechen. Hab ich gewusst, dass du das Zeug verscherbeln willst? Er hat denselben Anzug an wie Neutebohm. Er geht auch zur Fuchsjagd und er nimmt den Hund natürlich mit. Besser geht's nicht. Manchmal braucht man ein bisschen Glück. Wir brauchen nur noch zu warten, bis... Ja, die Jagd kann sehr lange dauern. Diese Typen geben nicht auf, bevor sie den Fuchs gefunden haben. Und wir haben viel Zeit, um in Ruhe rumzuschnüffeln. Alle Zeit der Welt. Guten Tag. So, die sind weg. Und jetzt... Du hattest recht, Johnny. Das ist wie auf dem Bazar. Wir sind fast alles los, bis auf den Glasschneider. Wie jetzt? Nicht gut? Ja, so ist es brav. Guter Olaf. Entzückendes Tier, Neutebohm. Entzückend. Ja, danke. Ich habe es nur ausgeliehen. Er muss sich noch ein bisschen an mich gewöhnen. Sie muss sich noch an dich gewöhnen. Es ist eine Stute. Oh ja? Macht das was? Ja. Stuten brauchen starke Führung. Lässt du die Zügel locker, dann gehen sie mit dir durch. Naja, als Autohändler ist man es ja gewöhnt, eine starke Hand zu haben. So geht es nicht, Neutebohm. Pferde sind wie Frauen. Die musst du kurz halten, sonst gehen sie mit dir durch. Naja, das muss ja nicht zum Problem werden. Wir haben die Peitsche nicht umsonst dabei. Ah, zum Glück, da ist Van Soest. Dann sind wir vollzählig. Mit diesem Glasschneider, nicht wahr, Johnny? Ja, fantastisch. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist diesen gepanzerten Safe aufkriegen. Normalerweise würde man sowas mit einem Schweißbrenner machen, aber den haben wir ja gerade nicht. Oder, Klaus? Das ist ein Kombinationsschloss mit 16 Zahlen. Wie bei meinem Fahrradschloss. Klaus, du hast aber nur 3. Und bei einem Fahrradschloss rätst du keine Zahlen, dann nimmst du einfach die Stahlschere. Können wir das hier nicht auch tun? Wir haben nur noch den Glasschneider übrig, das weißt du doch. Ich denke nach. So eine komplizierte Kombination kann sich doch niemand merken. Ich könnte es auch nicht. Folglich schreiben Sie sie auf, um sie nicht zu vergessen. Aber dann müssen Sie sich doch merken, wo Sie es aufgeschrieben haben. Tja, wo wird er sie aufgeschrieben haben? 16 Zahlen. Hey, hier stehen ganz viele Zahlen. Kann schon sein, das ist ein Telefonregister. Meiner Meinung nach muss die Kombination irgendwo hier liegen. Such nach einem Zettel mit 16 Zahlen und die probieren wir dann am Safe aus, klar? Okay, Johnny. Sag mal, wie lange dauert das denn noch? Sie müssen einfach denken, je länger es dauert, umso älter wird die Ikone. Und umso mehr Geld ist sie dann wert. Sie ist schon ein paar Stunden älter als vorhin. Jetzt sitzt gerade ein Kunde in Algier und wartet auf mich. Wenn ich das Flugzeug nicht kriege, klappt's nicht mit dem Kauf. Und dann könnt ihr auf eure 50 Mille pfeifen. Ja, Johnny kann jeden Moment hier sein. 8, 8, 4, 2.
Ja. Nein, stimmt auch nicht. Hm. Der nächste. Probieren wir mal diese. Hier oben steht Punktestand Golfwettbewerb. Mach weiter, das sind 18 Zahlen. Woher weißt denn das? Mach weiter. 3, 2, 2, 4, 8, 0, 9, 0, 1. 2, 3, 5, 0, 0, 5, 1. Hey, er geht auf, Klaus. Er ist leer, Johnny. Scheiße. Ist ja merkwürdig. Vielleicht waren die Zahlen doch nicht richtig. Das hat keinen Zweck, Johnny, die haben wir schon probiert. Das ist das Zertifikat. Du hattest es die ganze Zeit in der Hand, Dorftrottel. Komm, jetzt holen wir das Surfbrett und dann aber Dalli zur Kneipe. Also, wo hast du es versteckt, Klaus? Ganz in der Nähe. Wunderbar. Ich hab's in einen hohlen Baum gesteckt. Schön. In diesem Naturschutzgebiet. Wunderbar. Nochmal. Ich hab's in einem hohlen Baum versteckt. Wo denn? In diesem Naturschutzgebiet. Meine Herren, die Tage des Fuchses sind gezählt, die Jagd beginnt. Auf, Ed! Ed, viel Glück! Der Fuchs tut mir jetzt schon leid. Ich verstehe das nicht. Warum machst du dir denn Sorgen? Sie suchen einen Fuchs, nicht nach einer antiken Kunst. Klaus, die Leute durchkämmen das ganze Gebiet, um den Fuchs zu finden. Die gucken hinter jeden Strauch und in jeden hohlen Baum. Warum hast du es denn gerade hier versteckt? Wir verstecken doch so oft Sachen hier im Wald. Ja, aber immer nur Sachen, die wir loswerden wollen, weil die Polizei sie sucht. Na, mach dir mal keine Sorgen. Sie werden es nicht so schnell finden. Ich hab's gut versteckt. Tja, das hoffe ich für dich. Los, wir holen jetzt das Ding, bevor es in die falschen Hände gerät. Dorftrottel. Naja, ich verstehe überhaupt nichts mehr, Neutebohm. Dieser Fuchs muss doch hier irgendwo sein. Sogar die Hunde haben ihn noch nicht gewittert. Ja, das ist das Schöne an der Jagd von Süß. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mensch und Tier. Aber wir kriegen ihn schon. Auch wenn wir jedes Blatt umdrehen müssen. Ja. Ich finde das nicht gut, Johnny. Hörst du die Hunde? Die Hunde suchen sich dämlich nach dem Fuchs, aber in dem ganzen Gebiet ist kein einziger Fuchs zu sehen. Hierher! Sie haben den Fuchs gerochen. Sie wittern ihn. Eine Spur hinterher. Klaus, gut festhalten, nicht loslassen und sei vor allem vorsichtig damit. Siehst du, wir haben es ganz leicht gefunden. Ja, dank deinem dezenten Aushängeschild. Das musste ich tun, Johnny, die Bäume sehen alle gleich aus. Hörst du das? Scheint so, als würden die Biester hierher kommen. Das Bellen wird immer lauter. Mist, Klaus, du hast recht. Und das Horn hört sich auch näher an als vorhin. Komm schon, hier lang. Bestimmt auch das Ding haben. Ich werf's lieber weg, Johnny, dann sind wir sie los. Zum Teufel nochmal, wir werfen doch keine 50 Riesen weg. Komm schon, Klaus. Ja. Braves Tier. Bist du süß. Ich beiß. Das wäre gar nicht brav. Komm, Klaus, lass den Hund in Ruhe. Wir müssen weg. Ah!
Normalerweise steht Johnny zu seinem Wort. Was da nur passiert sein kann. So, Johnny, das ist auch nicht zu früh, hä? Können wir jetzt sofort zur Sache kommen? Mein Flugzeug wartet nicht. Hey, was... Oh ja. Sehen Sie hier, mein Herr, das Kertifikativ, wie vereinbart. Zwischen... wird hiermit das zwischen... Atem. Naja, das scheint in Ordnung zu sein. Und dann jetzt die Ikone selbst. Klaus, die Ikone. Sehen Sie, hier ist die Ikone. Robert, etwas nicht in Ordnung? Oh, sehen Sie doch selbst, das Ding ist völlig zerstört. Zerstört, aber dafür echt. Warten Sie doch, ich gehe auch runter. 40, dann können Sie sie gleich mitnehmen. Oder wissen Sie was? 35, reden wir doch miteinander. 30, und dann bezahle ich das Taxi. Hallo? Hey, Henny, komm mal her. Das ist da drunter. Ah, echte Kunst. Nein, Klaus, das ist totaler Nepp. Wir sind alle drauf reingefallen. Wenn ich das also verkauft hätte... Ja, dann hättest du ein Riesenproblem am Hals gehabt. Früher oder später wären die dahinter gekommen und dann hättest du deinen Lieblingsplatz auf dem Gemeindefriedhof beziehen können. Also, dann ist es vielleicht gut, dass es so gelaufen ist. Da bin ich mir ganz sicher, Henny. Weißt du was? Zum Trost bleibst du bei uns zum Futtern. Aber ich muss noch schnell was in der Garage machen. Fang einfach schon an. Hey, witziger Untersetzer. Erst wird gegessen. Du kannst sicher was Herzhaftes vertragen.